Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge Transport Fever 2 mit mir, eurem Naüria. So, wir waren in der letzten Folge da stehen geblieben, dass wir Schulden machen und wir müssen da trotzdem irgendwie das hier noch in den Griff bekommen. Ich sehe offen gestanden schwarz, ich habe ein bisschen was nachgeguckt, vor allen Dingen mit Emissionen reduzieren. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das machen soll, weil ich habe auch bei den nachgeguckt bei den Fahrzeugen, alle machen sie über 70 Emissionen. Alle. So, ich könnte die LKWs umfahren lassen, dass sie woanders herfahren, dass sie nicht durch die Stadt fahren. Aber die Busse machen auch 70 Emissionen. Ich komme also nicht auf 60. Es gibt also nur eine Möglichkeit. Entweder ich schmeiße alle Fahrzeuge ins Depot zurück und versinke in noch tiefere Schulden. Oder ich versuche wirklich erstmal diese Aufgabe zu ignorieren. Und ich würde sagen, ich ignoriere erstmal diese Aufgabe. Ich hoffe, dass sich jetzt diese Mission erledigt. Weil, genau, die Finca möchte auch Alkohol haben. Die Gäste trudeln ein, die Stimmung steigt. Es haben sich auch einige sehr exklusive Herrschaften angemeldet. Sie würden sich zum Ausruhen gerne in die Privatsphäre einer schönen Finca zurückziehen. Sorge dafür, dass sie sich dort wohlfühlen. Ja, das geht natürlich nicht, das war klar. Gut, hier würde es gehen. Da muss eben ein Auto dran. Muss eben ein Auto weichen. Auto, ein Haus weichen. Kann ich nicht ändern. So, wir wollen Alkohol haben. So, Alkohol im Depot haben wir glücklicherweise schon hier unten. Können wir doch machen. Alkohol, Finca. Von hier. Dahin. So, jetzt kaufen wir noch ein Fahrzeug. Nein, ich brauche kein Fahrzeug zu kaufen. Ich weiß, ich habe irgendwo noch ein Depot mit Fahrzeugen stehen. Ich muss mich jetzt echt zusehen, dass ich Geld spare. Nur weiß ich gerade aktuell nicht, in welchem Depot ich das habe. Gehen wir mal in... Nein. Da rein. Da ist eins. So, der Plan-LKW. Frage ist, kann der das transportieren, der Plan-LKW? Ja, kann er. Also, Alkohol ab zur Finca. Was bist du für ein Fahrzeug? Du bist ein Tankwagen. Du kannst das nicht. Das ist ein Bus. Wir lassen jetzt erstmal bei einem LKW. So, Alkohol Finca, Schnaps macht Palmer. Soweit so gut. Der holt schön Getreide ab. Die Destillerie verarbeitet das zu Alkohol um. So, mich würde interessieren, würde es sich lohnen, hier mittlerweile mehr dran zu hängen? 17. Nein, lautet die Antwort. Das heißt, es reichen tatsächlich erstmal nur diese Waggons. Ja, ich bin gerade so ziemlich in Not im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Zuschauer. Weil ich mache miese ohne Ende. Und ich komme aus dem Miesen nicht raus. Ich weiß offen gestanden nicht, was ich noch machen soll. Ich hoffe einfach nur, diese Mission so schnell wie möglich hinter mich zu kriegen, dass sie auf eine neue Karte kommen. Ich kann nur zwischendurch überprüfen, ob wieder ein Fahrzeug richtig böse Miese raushaut. So wie hier zum Beispiel. Obwohl 256.000 ist nicht unbedingt das Allerschlimmste. Schiffe, ja. Naja, gut, okay. Also es ist einigermaßen, naja. Aber wenn zu viel... Okay, Alkohol Finca, der fährt ja erst los. Ach, der hat sogar schon Stoff aufgeladen. Sehr gut. Habe ich jetzt auch absichtlich nicht darauf eingestellt, dass er nur losfahren soll, wenn voll, weil wir wissen ja mittlerweile, wenn voll ist, ist zwar ganz ist auch schön und gut, weil Leerfahrten kosten Geld, aber auch nicht fahren kostet auch Geld.
Und das macht nur noch mehr Kummer. Hier ist schon wieder einer, der richtig viel miese macht. Zwei sogar. Einmal, den ich gerade erstellt habe. Also die geteilte Destillerie. Wieso macht der so viel dicke Miese? Das verstehe ich nicht. Oder hätte ich erstmal nur auf LKW setzen sollen? Sollte ich bevorzugt auf LKW setzen, nicht auf Züge? Sondern bei Zügen nur, wenn es zu viel Güter werden? Warte mal. Der Zug hat 26 geladen. Und hier Ruhm ist 42. Okay, okay, okay. Fahrzeug verwalten. Na komm, das machen wir auf der Rückfahrt. Okay, jetzt will er wirklich was abholen. Das heißt, die Bestellung der Distillerie ist größer geworden aufgrund der Abholung. Relativiert sich das dadurch etwa? Je nachdem, wie viel an Klamotten bestellt werden, umso mehr werden, also abgeholt werden, umso mehr wird auch bestellt. Das sind 73, 74, 75. Okay, okay, okay. Okay, hab verstanden. Hauen wir die noch zwei Waggons dran. Modifizieren. Das ist diese offenen, glaube ich, genau. Cargo. Offener. Genau, Getreide. Das sind wir über 70. Auch nur einen dran. 65. Ändern. Oh, hau weg das Zeug. 83. Die holen ab. Das heißt, es ist tatsächlich im Einklang mit wie viel Güter benötigt werden. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, ob ich das jetzt soweit richtig verstanden habe. Dass du die zwar beliefern kannst mit einer bestimmten Summe. Guck mal, Level. Das Ding hat ein Level ab. Ich verstehe. Ich verstehe. Es sei denn, das sinkt jetzt wieder in den Keller runter. Nein, es hält sich. Es hält sich. Trotzdem sinkt mein Geld. Noch 16 Depot. Oder auf Lager. Ja, ich weiß, ich weiß. Erstmal Knete haben, um das zu ersetzen. Aber nee, seht ihr? Mein Geld sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Irgendwas nagt gewaltig an meinem Portemonnaie. Da nagt wirklich was gewaltig an meinem Portemonnaie. Ich hoffe, wenn das hier erfüllt wurde mit Alkohol liefern, dass dann das Spiel vorbei ist. Weil ich möchte nicht in unserer Kampagne bankrott gehen. Weil es ist egal, was ich mache, es bringt nichts. Über eine Mille Lebensmittelzug macht über eine Mille Verlust. Wow, 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 warum stehst du? Okay, mein Fehler. Mal wieder. Linie verwalten. Hau ab. Das ist Geld. Hau ab. Ich kann darauf keine Rücksicht nehmen. Das geht nicht. Jetzt kriegt er schon wieder weniger. Warum? Warum? Aber gut, er bleibt nicht lange. Er bleibt zum Glück nicht lange.
Was für ein Fest! Jawohl! So ein riesiges Halligalli hat die Insel noch nie erlebt. Ja, sehr gut. Und? Was ist jetzt? Oh, erhöhe die Erreichbarkeit für Privatverkehr in Palma auf 400 und liefere 50 Alkohol. Wie, was 400? Wie verstehe ich denn das jetzt schon wieder? Was, wie, was 400? Wo kann ich denn lesen, wie die Erreichbarkeit ist? Ich verstehe die Angabe nicht. Okay, also, aber Alkohol habe ich. Das funktioniert. Erhöhe die Erreichbarkeit für Privatverkehr in Palma auf 400 und liefere 50 Alkohol. Brauchen die einfach nur ein paar mehr Busse? Was ist das? Brauchen die nur mehr Busse? Alter, was hier viele Leute stehen. Irre. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich gehe... Hallo, Leute, ich gehe bankrott. Das geht nicht. Moment. Nein. Das ist anders gemeint worden vielleicht? Dass ich so einen richtigen Rundverkehr benötige? Ich versuche mit dem restlichen bisschen Geld, was ich noch habe. Oh Gott, das gibt's nicht. Eine Linie machen. Palma. Linie 2. Mach so lange Pause, bevor mein Geld ganz weg. Das gibt's doch nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Palma Linie. Och, Himmel, Herrgott. Hallo, such mir die Linie. Wofür ist die Suchmaschine, wenn die nicht funktioniert? Gib Palma ein, dann gib mir... Weißt du was? Arschlecken. Wenn sie weg ist. Palma Linie 2. Jetzt habe ich sie zweimal. So. Und da... So, machen wir das mal so. Palma Linie zeigt korrekt auch ein paar Busse. Wird trotzdem nichts bringen.
Ich werde jetzt gleich jeden rausschmeißen, der mir in Miese einhandelt. Und das ist der Fleischlieferant. Der haut mir über eine Mille Miese rein. Das gibt's ja wohl nicht. Ab ins Depot, mir rein. Gut. Tschüss. Ich bin's leid, ehrlich. Ich bin's leid. Ein Zug, der mir über eine Mille Miese reinhaut. Ja, das sind Peanuts. Jetzt bin ich bei 13 Mille. Sag mal, das Spiel will mich verschaukeln, oder? 15 Mille. 13. Oh, noch ein paar Busse auf die Linie. Zwei kommen auf die eine Palmer-Linie. Die letzten beiden kommen auf die neue Linie. Ich hoffe, dass ich es damit auf die Kette kriege mit der Erreichbarkeit, was die Leute wünschen. Emissionen reduzieren, darauf kacke ich jetzt einen großen Haufen. Vor allem, wenn nicht draufsteht, in welcher Stadt oder wenn ich in alle Städte machen soll, ja. Ja, ich wünschte mir gerade im Augenblick echt, ich hätte lieber auf das Geld gesetzt. Dass ich für die Bausubstanz bezahle, wäre mir lieber gewesen. Da würde ich nämlich jetzt nämlich das hier eher wählen. Wenn sich das Geld stabilisieren würde, dann würde ich erstmal versuchen, alles ins Depot zu schmeißen. Und zu gucken, ob dann die Emissionen sinken. So, wie ist es mit der Fahrzeugverwaltung? Mit dem Geld machen, meine ich. Machen die Busse jetzt Geld? So, die generieren alle Geld, außer der ihr. Ach so, weil er im Depot hockt. Im Depot. Komm, raus mit dir. Treibstoff Inka. Er fährt, aber er macht miese. Warum? Ist der Weg zu weit, oder was? Zustand schlecht. Obwohl, es gibt ja eine Möglichkeit, das zu verbessern. Draufklicken, Fahrzeug verwalten. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Tank-LKW. Die neuen Tank-LKW. Seht ihr? Sehr gut. Das können wir mit einigen Fahrzeugen machen. Schlecht. 235%. Okay, das heißt, die Dinger sind ziemlich alt. Ersetze, das ist wie so ein Tank-LKW, genau. Tank-LKW ersetzen. Fertig. Zustand mittelmäßig, 40%. Ist auch nicht alles Wahre. Der Zug ist auch in einem schlechten Zustand.
Aber Züge kann man nicht ersetzen, das ist echt zu teuer. Nicht bei dem Pissgeld, was ich habe. Straßenfahrzeug. Lass uns den mal vor, den Bus. Der Bus hat auch einen Zustand von 25%. Okay, der ist echt durch. Der ist echt durchgenudelt. Passagier. Was ist das denn für ein Bus? Dieser Mercedes? Mercedes. Setzt wir gegen den MAN. Und? Flip. 100%. Beide auf schlecht. Auch diese Dinger, diese Mercedes. Jupp, auch wieder so ein Mercedes. Upp, ersetzt. Der Zustand ist noch gut. Kann man jetzt nicht sagen. Sehr schlecht. Ach du Schande. Fahrzeugzustand 0%. Warum gehen die nicht kaputt, die Dinger? Warum gehen die Dinger nicht kaputt? Jetzt. Oh. Ja, ich weiß, es ist gerade ein super GAU, was ich mache. Jetzt habe ich alles Geld auf den Kopf. Noch ein paar schwarze Schafe rausschmeißen. Mal gucken, was ich hier habe. Ich sehe keine schwarzen Schafe. Und ich gehe trotzdem wieder ins Minus. Ich begreife es nicht. Und wie kann ich jetzt einsehen, ob ich das Missionsziel erreiche? Warte, Österreich. Erhöhe die Erreichbarkeit für Nahverkehr in Inka auf 40 und liefere 50 Lebensmittel. Oder habe ich das hier vielleicht übersehen? Weil es steht ja noch nicht mal drauf, was von beidem ich erfüllt habe und was nicht. Das steht ja hier noch nicht einmal. 50 Lebensmittel. Ach du Schande. Stimmt, da war ja was. 50 Lebensmittel liefere ich ja auch nicht mehr. Oh. Da war ja was. Über Lebensmittel haben. Nur Zug lohnt sich nicht. Da schmeiße ich LKWs auf die Strecke. Lebensmittel Inka. So, wie sieht's aus hier? Hier ist ein Depot. Gut. Konfigurieren. Ach, wisst ihr was? Hol doch nur ab. Ist doch egal. Wo wollen wir das Fleisch hin haben? Da wollen sie es haben. Nehme ich hier oben die Haltestelle. Waldweg. Passt. Lebensmittel Inka. Wieso habe ich hier zwei? Oh. Ich blick hier nicht mehr durch. Ist da was? Großer Haufen drauf. Warum nicht? Weil keine Straßenanbindung.
Ja. Kollision, schön und gut. Bäm. So. Jetzt beschwer dich nicht. Gut. In der Fabrik. Brauche ich noch ein paar Fahrzeuge. Cargo. Ach, warte mal, das andere Nipsel Inka. Könnte das vielleicht die Zuglinie gewesen sein? Die ich gerade überschrieben habe. Weiß ich gerade gar nicht. Ist aber gerade ehrlich gesagt völlig wurscht. So. Produktion. Die fahren jetzt leer. Das ist mir jetzt gerade in dem Moment egal. Aber ich muss das ja mit den Lebensmitteln ja auch schaffen. Nahverkehr. Wie kann ich das sehen, die Erreichbarkeit? Wo sehe ich das? Hier? Verkehr, sehr gut. Okay. Privatverkehr? Erreichbarkeit für Nahverkehr in Inka. Radverkehr, öffentlicher Verkehr. Das sind 90%. Wenn das damit gemeint ist, dann habe ich dieses Bedürfnis erfüllt. Für Privatverkehr? Hey, Moment mal. Erhöhe die Erreichbarkeit für Privatverkehr. Hä? Nicht öffentlicher Nahverkehr, Privatverkehr? Und wie soll ich das machen? Dann ist das doch erfüllt. Weil 809? Wenn das damit gemeint ist. Mir wird gerade ein bisschen schlecht. 81. 50 Alkohol liefern. Schnaps Palma, ist voll geladen. Lebensmittel. Die Frage, ob ich das hinkriege. Weil hier tut sich nichts. Fleisch lagert hier und wird sogar schon vernichtet, weil es nicht schnell genug hintransportiert wird. Mein Geld schwindet und schwindet und schwindet. Und es klappt nicht. Abnehmer, Inka. Ja, habe ich eingestellt, aber irgendwie, das klappt nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Es klappt nicht. Gucke ich hier nochmal nach, wie das mittlerweile mit den Finanzen aussieht. Machen die Flugzeuge vielleicht viel Knete, dann lohnt es sich, die vielleicht noch ein bisschen darauf verstärkt zu setzen. Aber nicht mit dem wenigen Geld. Und schon wieder wird das Geld gefressen. 18.000 Treibstoff Inka. Das kann ich genauso gut draufschmeißen. Ja, da kommt nichts.
58.000. Inka 2. Ist die Linie nicht so gut besucht, oder was? Ich bin ziemlich sicher, dass das vernünftig ausgebaut ist mit dem Nahverkehr. Ich verstehe nicht, wieso das so beschissen funktioniert. Neue Straße, da ist viel los. Tja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dieser Mission sehr überfragt. Ich bin sehr überfragt. Ich hatte noch nie eine Mission erlebt, die so problematisch ist. Die mir miese raus, die mir mies ins Gesicht drückt. Obwohl ich so viel am Fahren habe, was eigentlich Geld hervorbringt. Ihr seht überall viele schwarze Zahlen. Die roten Zahlen dagegen sind mickrig. Und trotzdem bringt es nichts. Ich mach miese. Und ich weiß nicht wieso. Die Inka-Linie kann das nicht sein. Selbst dieser lächerliche Treibstoff-LKW kann das nicht sein. Geh ins Depot. Treibstoffzug. Nee. Du hast Treibstoff und du machst miese. Warum? Ich verstehe es nicht. Die Inka-Linie ist gut. Das Schiff fährt auch. Transportiert Klamotten. Macht miese. Nö, ich finde keine Lösung. Liebe Zuschauer, es tut mir leid. Ich muss auch hier die Folge beenden. Wie ihr sehen könnt, ich habe weit überzogen. Ich weiß nicht, was los ist. Er sagt mir auch nicht, welches Bedürfnis ich fertig habe. Er sagt es mir nicht. Moment mal. Auch ein blindes Huhn findet man ein Korn. Herr und Frau Schweizer haben es überall am liebsten wie zu Hause. Möglichst ruhig und reinlich. Im Ausland gehen sie gerne einkaufen. Shopping nennt sich das. 50 Waren nach S-Areal. Das gibt's nicht. Liebe Zuschauer, habe ich mich jetzt ernsthaft die ganze Folge damit beschäftigt, nach Fehlern zu suchen, die gar nicht existieren? Oh Gott, das gibt's doch wohl nicht. So, das gucken wir nur ganz schnell an hier. Okay, Waren. Ich ahne Böses. Ich ahne ganz, ganz Böses. Seht ihr? Ich hatte recht. Schifftransport. Das gibt's doch nicht. Ich bin kein Fan von Schiffgütern. Von Schiffen bin ich kein Fan von. Die sind mir zu langwierig und dauern einfach zu lange. Gut, ich habe einen Fehler begangen. Ich hätte dieses Dock nicht hier anbringen sollen, sondern hier oben anbringen sollen. Wir hätten dann einiges am Weg gespart. Das war mein spezieller Fehler. Gut. Wo wollen sie die Waren haben? Alter, das ist ein Auf und Ab mit dem Scheißgeld. Hier. Da ist ein... Na komm, machen wir da noch eine extra Station hin. So. Hallo, Linie? Ja, ich weiß. Waren es Arenal. Ich weiß nicht, ob ich das richtig geschrieben habe. Ist auch egal. Gibt komische Namen. Waren es Arenal. Und zwar von hier. Nach da. Am besten sage ich dir noch gleich Folgendes. Du transportierst
Laden. Na. Da. Waren. So. Dann. Fahrzeuge. Tank, Plan, LKW. Transportiert Waren. Gut. Waren, es Arenal. Raus mit dir. Ihr werdet zwar keine Waren kriegen, mit der ersten Fuhre. Vor allem der transportiert Stahl. Der transportiert auch Stahl. Der transportiert Treibstoff. Du holst auch Stahl oder was? Wir müssen das anders machen. Waren Flughafen. So. Die holen alle nur Stahl, die Säcke. Die Säcke holen alle nur Stahl. Deswegen muss ich mich auf einen konzentrieren, der wirklich nur Waren abholt. So. Waren zum Flughafen. Ab mit dir. Ja. Ich weiß. Ich kann es nicht ändern. Ich habe kein Geld. So, du dürftest jetzt wirklich nur Waren holen. So wie es sich gehört. Jawohl, er holt Waren. Was tust du? Du haust mit einer wieder ab. Willst du mich verschaukeln? Du spinnst ja wohl. Ihr Scheißschiffe seid kotzteuer. Gibt's nicht, der holt nichts. Ihr verdammten Schiffe seid kotzteuer. So. Stahl. Jetzt Schiff um. Umkehren. Wäre das hier ein Überholmanöver oder was wird das gerade hier? Was von rechts, von links gehört? So. Ist dann jetzt hoffentlich umgeschaufelt. Genau, warum Flughafen? Daran lag es nämlich gerade, weil er war hier bei Stahlflughafen umgesetzt. So, aber hier soll keine Ware transportiert werden, es soll jetzt alles darüber geschehen. Ja, weiß ich. So, ab mit dir. Das war tatsächlich mein Fehler. Ich hätte nicht, ich hätte keinen Gemischtwaren-Transport machen dürfen. Das war in der Tat mein Fehler. Ich musste mich für jeden Güter am besten eine Linie. Dass es hier zu keinem Missverständnis mehr kommt.
verdammte Tat. Wir haben 40 Minuten erreicht, liebe Zuschauer. Das sollte nicht. Gut, aber ich muss jetzt hier leider Ende machen, liebe Zuschauer. Ich kann es nicht ändern. Wir haben auch mittlerweile 3:45 nachts. Ich habe am Tage einfach nicht geschafft aufzunehmen. Die Folge für heute wäre beinahe ausgefallen. Aber ich wollte sie nicht ausfallen lassen. Deswegen habe ich mich jetzt darum noch dran gesetzt, die heute an die jetzt noch aufzunehmen. Ja. Gut. Das war's jedenfalls, liebe Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet einen Spaß. Genau. Ja. Ich hatte irgendwo schon Spaß. Andererseits bin ich verärgert. Naja, auch wenn ich die ganze Zeit, auch wenn ich über eine halbe Folge lang blind war, was die letzte Aufgabe angeht. Trotzdem auf jeden Fall, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.